Oh Mann. Und die Sache ist ja die, dass meine Freunde jetzt überall sind. Hier sind die Freunde. Ist doch nichts über eine Pumpgun, oder? So, wo war jetzt noch was? Ich weiß ja, dass überall irgendwelche Sachen zu waren. Das war unten. Schlangenschlüssel, weil... Okay, ja, dann muss ich halt da hoch jetzt. Hilft ja alles nichts. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Ich wusste mal, welche Uhrzeit das war. Oh, Rucksack. Mehr tragen. Platzfoto. Ja, das ist drüben bei Lukas. Oh, ein Engel. Hey, wirklich nichts mehr? Bücher. Was war das jetzt? Ich glaube 11. Sind die Uhren hier, falls sie keiner kennt? Hier. 18. Jetzt mal ganz ehrlich, wer ist so bescheuert und geht in sowas runter? Aber hey. Karte, die benutzen wir aber gleich erst. Ah. Werkstatt, ja doch. Sowieso nicht da oben längst ist, muss ich unten wieder raus. Und jetzt kam meine Freundin nochmal. Auf einmal die Tür zuzumachen. Oh! Oh, das ist ein großer. Mag den nicht, ne?
Großen sind echt scheiße. Hat nichts gebracht. Shit. Aber egal. Nein, ist auch ein Großer. Spezialmunition. Ich muss da links. Roasted. So, dann müssen wir die eine Steckkarte schon mal abgeben und jetzt, genau das war nämlich das, was ich mir nämlich dachte, mein Freund müsste draus auch machen. Ich hab nichts für ihn. Lass ich ihn brennen. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Bei denen ist die Pumpgun ohne vergleichbare irgendwas anderes. Die Pumpgun ist da echt das Beste, was es gibt. Eventuell. Ah, scheiße, ich habe da gar nichts. Aber ich habe ihn gar nicht gesehen vorher. Und ich mir dachte, dass er da sein müsste. Wo ist er denn da? Zu zocken. Ist wie. So, wo ist die andere Karte jetzt? Wo ist denn die blaue Karte? Das macht er für Serum Lukas erhalten. Okay. Warte, Zugangskarte finden. Okay. Das Serum herstellen. Die Materialien für Serum finden. Ah, kann ich jetzt. Kann ich das Serum ja herstellen, glaube ich, ne? Kann ich die Sachen mitnehmen. Oder ist das nicht der Kopf? Schwein wartet. Ja, achso, nee, das war das. Okay, okay, ja, alles gut. Bin ja falsch verstanden. Oh. Wo war das andere? Ich brauche das noch gar nicht hier. Ich kann das so mitnehmen. Kann ich auch wegpacken. Ich würde jetzt den Grenade-Launcher mitnehmen. Ich habe jetzt sowieso gerade nichts für den hier übrig. Wollte ihn aber eigentlich für Big Daddy nehmen, ne? Drei Stück machen. Oh, Rocket Launcher ist ja. Der Grenade Launcher geht gleich richtig ab hier. Bam!
So. Irgendwas war da gerade. Er mag das nicht. Das ist ja. Er mag den nicht. Das ist die speziell verbesserte Pistolenmunition. Die ein. Gut. Ein. Nein. Das kann rein. Das ist bei Lukas. So, jetzt ist die Frage, schon so lange her, was mache ich jetzt? Materialien für Serum finden, Serum herstellen. Ich habe den Schlüssel erhalten, das eine war oben bei Evelyn. Die andere Karte. Weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her, jetzt weiß ich das nicht mehr. Das ist doch doof, oder? Wo hast du die andere Karte versteckt? Oder mal, war eine Pflanze hier. Irgendwas war. Also, das war ja, dass ich da runtergehen konnte. Nochmal die Uhr einstellen. Unten war der eine Schlüssel. Die zweite Zugangskarte von Lukas finden. Genau das ist das Problem. Wo ist jetzt die Scheiße hin? Matorium. Das ist das Safe House, Wasser. So? Wasserspeicher, okay. Exhaus. Haben wir. Hier brauche ich einen Schlüssel, das ist das. Hey. Oh. Dann sind wir hier. Weil die komischen Geräusche. Hier sind wir im Engen. Ich weiß, dass ich irgendwo war, ein Zimmer noch, wo ich hochgehen konnte auf dem Dachboden. Jetzt weiß ich nicht, wo das Zimmerchen ist. Ah, jetzt weiß ich, wo das Zimmerchen ist. Und hier ist wieder die Hölle los. Nehmen wir das Spielzimmer. Es ist kaputt. Nimm ein paar Pflanzen hier. So, April. Oliver hat sein zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. May, es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke, wie auch immer. Weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Achso, stimmt. Das war ja für oben. Ui. Ich musste ja die Trophäe finden und die Trophäe ist ja die hier. Okay, das kennen wir ja eigentlich alles auch, ne? Munition. Also das war May. May ist wohl das Kind, was im Altar war und leider irgendwie gestorben ist. Und ich schätze mal, das damit hat Evelyn halt zu tun. Ding. So, hier haben wir
Renovierungsvertrag, Kunde Jack Baker, Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction, Renovierungszeitraum. Okay, haben wir alles, kennen wir auch. Hier haben wir eine Spielzeugaxt und hier haben wir eine Flintenattrappe. Happy Birthday. Wollen wir uns ein schönes Video reinziehen? Man muss immer doppelt und dreifach gucken. Also wenn man hier keine Dinge hat. Überall diese komischen Sachen, ne? Und man hat auch so ein Spielzeughaus. Wenn man jetzt mal ungefähr vergleicht, was die Kinder heutzutage haben zum Spielen mit dem, was damals gewesen ist, kauft ihr mal so ein Puppenhaus heutzutage. So dumm und dämlich dabei, dich zu bezahlen für sowas. So. Oh, ja. Aber andersrum. Ja, komm, ist doch nicht so schwer gewesen hier. Genau falsch rum. Nein, das war so rum. So. Muss den irgendwie schräg kriegen. Immer kompliziert mit diesem schräg kriegen. So, falsch rum. So rum. Willst du mich verarschen? Das ist doch fast richtig. Da haben wir den Schlüssel. Dann können wir zu Lukas gehen. Lukas möchte eine Party machen mit mir. Lukas, Lukas, Lukas möchte eine Party machen. Ist ein Arschgesicht. Das singe ich über Lukas. Das kommt davon, wenn man so viel im Kinderzimmer unterwegs ist, ja? Ah. Wieder ein Telefon. Pizza? Hey Kumpel, denk dran. Die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Party. Party, Party. Let's Party. Schon wieder? Mach mal. Besser, dass du ganz durch bist, da. Oh. Ey. Das war ja eine Verarsche. Der andere ist gestorben. Sofort bei einem Schuss. Jetzt hab ich Scheiße wieder. So. Wir könnten den Zugang ja sowieso gleich machen. Jetzt gucken wir uns auch schnell das Video. Danke. Schließen die Türen ja zum Glück automatisch. Gucken wir uns das Video an. Uiuiui. Happy Birthday, Experiment, Entry Pressing, Ideal Solves Puzzles. Okay. Verdammter Glückspilz. Weißt du, ich beneide dich. Was? Du glaubst mir nicht? Diese Freude kann man nicht vortäuschen. Es hat Wochen gedauert, das
Und jetzt ist es endlich soweit. Alles nur für dich. Oh, komm schon, Mann. Sei doch nicht so. Das wird ein Spaß. Du wirst schon sehen. So, das ist ja das, was ich ja vorher schon hatte. Und ja, das Video das letzte Mal oder das erste Mal, wo ich das gespielt habe, nicht gesehen. Also das war beim ersten Mal so. Jetzt müssen wir gucken. Das ist nicht der erste Luftballon. Ich hätte den ja gerne benutzt, aber... Ja. Spülung funktioniert nicht. Also wir müssen erstmal sowieso in den einen Raum rein. So, hier. Dunkel. So, happy fucking birthday. Got a light. Ich nenne das Spiel. Ich will wirklich gerne lebendig aus dem Raum kommen und keinen grässlichen, schlafvollen Tod sterben. Ich weiß, die Titel ist nur provisorisch. Nimm eine Kerze, zünde sie an und stecke sie in die Torte. Und denk dran zu lächeln. Diese Party ist für dich. So. Hier könnten wir einen Code eingeben. Ich weiß jetzt den Code nicht mehr. Also... Wir brauchen das Ding. Und das Ding war denn für... Hier. Ne, aber hier war das. Genau. So, hier können wir die Kerze anzünden wieder. Tada! Jetzt brennt da das Licht. Wir packen das Öl auf. Wir konnten hier was machen. Auch irgendwo den Luftballon noch. Haben wir den Nagel? Oh. Ja, das ist eine scheiß Situation. Innehalter. Den Nagel hätte ich gerne mitgenommen, aber egal. So, jetzt kriegt der Clown die Feder. Achso, stimmt. Echt widerlich. Mann, das ist eklig. Schmutziges Fernrohr, das muss ich waschen. Heißt, ich brauch das ja in der Hand. War das? Ah, ja, das war ja hier. Oh, passiert. Das war denn am Galgen hängen, Baby.
Dann haben wir die Strohpuppe. Die müssen wir anzünden. Erstmal machen wir die Kette dran. Ja, und den Finger. Bitte die Feder. Jetzt können wir ihn laufen lassen. Loser. Ventil. Jetzt können wir das Wasser. Gucken wir das Wasser abdrehen. Hier. Gut. Können wir die Kerze anzünden. Raus. Richtiges, sadistisches Schwein. Alter Schwede. Ja. Ich würde mal sagen, wir hören jetzt noch, ob Ethan noch was zu sagen hat nach dem Video. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, weil die ist, glaube ich, auch schon ziemlich lang geworden gerade. Gut, also, nächste Folge geht's weiter.